So, 42 ist hier noch. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja. Geht noch nicht los. Ich muss mich erst mal dran gewöhnen hier. Wer bin ich? Was ist das? Was soll das hier? Was darf man denn jetzt noch? Das ist die Frage. Das ist mein erster Auftritt seit 6 Monaten. Und als ich heute hier ankam, dachte ich, ich habe es gar nicht vermisst. Also wirklich. Ich spreche mal nach oben, das ist ja noch erlaubt. Also. Oh, was habe ich denn eigentlich gemacht? Ich habe alles vergessen. Ich war mal berufstätig hier in dem Bereich. Ich habe irgendwie. Ich habe teilgenommen am Wettbewerb, wie fett kann ich eigentlich noch werden? Ich habe hier. Ist kein Ende abzusehen. So. Warum hier? Was soll das? Was ist hier alles? So, das erlaubt. 1,50? Ja. Ihr Lieben, habt ihr das auch vermisst eigentlich? Nee, ne? Doch? Nee. Okay, dann klatschen. Ausverkauft! Es ist ausverkauft! 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 Rüsselsheim ist ausverkauft! Ausverkauft! Oh Gott, echt. Schwellenangst, wirklich. Also, ich muss sagen, mein Tontechniker, mit dem ich sonst immer unterwegs bin, der Franz Schumacher, der ist heute nicht da. Wahrscheinlich ist er nie mehr da. Der macht gerade Pizza-Lieferservice. Der hat eine neue Firma gegründet. Die dicke Pizza.de, ohne Scheiß. Könnt ihr googeln. Also, der macht jetzt, das ist, die Pizza hat sehr dicken Teig. Ne? Also liebevoll gemacht, der Teig. Also wirklich, der lagert zwei Tage in der Kühlung und dann wird er belegt, ganz liebevoll. Wir unterhalten uns gerade viel über Pizza, nicht mehr über Kunst oder die Kollegen, was soll ich sagen? Also. Oder der Dino, das ist auch ein guter Kollege, der ist Backliner, der stimmt Instrumente so für Peter Maffay und Santana, also ganz groß, ne? Einmal auch für mich. Der ist jetzt wieder Zahntechniker, ne? Muss halt sehen, wo er bleibt. Aber gut, ich will nicht klagen. Ich muss, was ich sagen will, ich muss zurückgreifen auf die Techniker von vor Ort. Also das sind hier, ich habe sie mir nicht ausgesucht, das ist ja die Leute. Das sind die. So. Herr Strohbach am Ton und Herr Haschnich am Licht. Bitte einen Applaus für die Monolithi aus Rüsselsheim. Ihr seid tausend, ihr seid tausend, der Innenhof ist voll. Herr Strohbach, Herr Haschnich. Durch Plexiglas getrennt. Wie es sich gehört. Viele sagen ja, Corona, ich kenne keinen. Ne? Also ich kenne, was gibt's das überhaupt? Und schaut euch mal den Herrn Haschnich an, der hat es. Ne? Schaut ihn euch an. Der ist komplett durchseucht und sieht eigentlich ganz normal aus. Der ist seit dem Lockdown, also seinem persönlichen, ist er hier vor Ort, hat dieses nicht verlassen, also vielleicht sogar noch länger, ich weiß gar nicht. Also alles wurde hier drumherum gebaut, dieses ganze Werksgelände für den Herrn Haschnich. So, der Verlauf war recht leicht, muss man sagen, aber jetzt kommen halt die Spätfolgen. Vergesslichkeit. Es ist so, er hat 2 Tage lang hier alles schön eingerichtet und heute festgestellt, es ist ja noch hell. So, man sieht es gar nicht. Ne? So, und ja, bedauerlich. Also, Herr Haschnich, wir machen einfach, wir zeigen mal, was Sie jetzt gesehen hätten. Also, bitte mal die grüne Stimmung, Herr Haschnich. Die blaue Stimmung. Die rote Stimmung. Und jetzt Nebel, Nebel, Nebel. Magic Haschnich, hier, da ist er, da. Ja, es reicht. Pulver verschossen, schöner wird es nicht mehr. Das ist das, was ich anzubieten hatte. Also gut, kommen wir jetzt zu den aktuellen Hygieneregeln für die Veranstalterbranche. Es gilt 1,50 Meter. 1,50 Meter ist für manche vielleicht Gesundheit oder das Leben, für die Veranstaltungsbranche der Tod, das nebenbei. 1,50 Meter, das geht nicht, aber wir machen es trotzdem. 1,50 Meter gilt für euch, bis auf Liebespaare und Hausgemeinschaften, aber es gilt auch für die Bühne, also für mich. 1,50 Meter Abstand, also ich muss zur ersten Reihe 1,50 Meter Abstand halten. Jetzt ist legal, wenn ich leise spreche. Wenn ich leise spreche, kann ich, dann geht's, ne?
Aber das will ich ja gar nicht. Ist auch gar nicht meine Art. Aus dramaturgischen Gründen spreche ich oft sehr laut. Und das heißt, wenn ich laut spreche, muss ich zur ersten Reihe 6 Meter Abstand halten. Das ist Vorschrift. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind 6 Meter. So, das ist die Regel. Wenn ich aber ein Blockflötenkonzert geben will, was ich eigentlich vorhatte heute, muss ich 12 Meter Abstand halten. Und das ist dann hier hinten irgendwo. So. Weil die Aerosole durch diese kleinen Löcher bis nach ganz da hinten schießen. Bei der Tuba wäre es möglich oder beim Euphonium, weil das ist riesig, da ist der Trichter groß, da geht es auf 1,50, aber das hier, 12 Meter. Vorschrift, ich habe es gesagt, was machen wir heute? Gut, dass heute nicht so viele da sind, dann sprechen es nicht so viele Leute rum, was hier passiert. Vielleicht besser, es bleibt unter uns. Ne? So, ich habe gestern Abend einfach ein paar Zettel kopiert. Leider meistens ohne Akkorde, aber wird schon irgendwie. Ich hab auch nicht geübt. Ich habe wie Handwerkerhände. Ich habe mich 6 Monate lang hab gefilzt, ich habe geschnitzt viel. So ist es. München spielt Daniel Barenboim, in Hamburg Billie Eilish, in Dresden Roland Kaiser, in Rüsselsheim ich, Jungbullenschau in Schleswig-Holstein, Macbeth in Bernau, in Bamberg werden Ninja Turtles und Ü-Eier getauscht. Auf Burg Blech, Mittelaltermarkt, Tangaradei. Bei der Paella ist für jeden was dabei. Mit Deutschland geht's bergab, doch wir stimmen überein. Die Versorgung mit Kultur scheint gesichert zu sein. Das Lied habe ich vor dem Lockdown geschrieben, ist schon länger her. So. In jedem Waschsalon Comedy, in jedem Schweinekoben ein Slam, und der Main steht in Flammen, ich werd noch blam blam. In jedem Torfmoor Techno, in jedem Friedwald Grunge, man will in Ruhe essen, und es gibt Saxophonbrunch. Kultur ist ein Grundrecht, Palim, Palim, jeder Deutsche ist ein Künstler oder auf einem guten Weg dahin. Die Schulen sind marode, die Brücken stürzen ein, doch die Versorgung mit Kultur scheint gesichert zu sein. Kein Selbstmitleid heute, jetzt kommen wir zu einem Song, der, ja, vielen Dank. 1000! Die aktuelle Lage diesen Sommer, das Lied ist sehr alt, aber aktuell, so. Schwierig. Vorher dachte ich auch schon, die Auswahl ist begrenzt, jetzt wird es noch schlimmer. So. Finanzkrise, Finanzkrise, Finanzkrise. Erderwärmung, Erderwärmung, Erderwärmung. Terrorismus, Terrorismus, Terrorismus. Corona, Corona, Corona. Da vergeht der Spaß. Was soll man da machen? Ja, was, ja, was, ja, was? Urlaub in Deutschland. Urlaub in Deutschland. Urlaub in der Region. 6 Wochen Oderbruch. Ich freue mich schon. Urlaub in Deutschland, das Gute liegt so nah. In den Städten hängen Plaketten, Goethe war hier, Goethe war da. Deutschland hat viel zu bieten, von den Alpen bis zum Meer. Das Land der Cargoöfen und von Sanifair. Es gibt Graubrot, Schwarzbrot, Goethebrot und 5000 Sorten Bier.
und 20.000 Bärlauchprodukte erwarten Sie. In Afrika gibt's Affen. Das wissen Sie sicherlich. Die Lippe fließt durch Lippstadt. Das wusste ich nicht. Urlaub in Deutschland, Urlaub in der Region. Ich gieße meinen Globus auf den Balkon. Urlaub in Deutschland, das Gute liegt so nah. Warum nicht mal Wolfsburg? Goethe war sich auch schon da. Herzlich willkommen in Hannover. Sie sind endlich da. Das Land der Cargo-Öfen. Herzlich willkommen in Hannover. Sie sind endlich da. Was? Ja, na, herzlich willkommen in Hannover. Sie sind endlich da. Unsere Partnerstädte sind Leipzig, Posen und Hiroshima. Über die Sachsen macht man Witze. Die sind wunderbar. Sächsische Wurst mit U. Aufschnitt! Ha, ich weiß, ich weiß. Samba ist kein Volkstanz aus Franken. Ich weiß, der Viervierteltakt geht ganz tief rein in die Gedanken. Ich weiß, Wuppertal sieht aus wie Vladivostok 1962. Wenn man immer nur den Osten mästert, das rächt sich. Urlaub in Deutschland, Urlaub in der Region. 3 Tage Rhön, schön, mit Halbpension. Urlaub in Deutschland, darauf hab ich Bock. Die Mosel, 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 die rockt, die rockt, die rockt, die rockt. Dankeschön, so. Ja, ich denke, so kann es ja weitergehen. Wir machen einfach ein bisschen Heimatkunde heute Abend. Wer kommt denn hier aus Sachsen-Anhalt? Bitte mal Hand hoch. Niemand? Sonst kommt immer mindestens einer aus Sachsen-Anhalt. Wer kommt aus Sachsen-Anhalt? Niemand. Na gut, dann lernen wir es halt mal kennen. Man kennt es vielleicht vom Durchfahren oder so. Ibiza und Malle kennen alle, aber wer kennt das Land zwischen Magdeburg und Halle? Madonna und Marilyn Manson kennt jeder auf der Welt, aber wer kennt das Land zwischen Stendal, Burg und Bitterfeld? Die Erde der Börde ist fruchtbar und fast schwarz. Rüben, Frühkartoffeln bis zum Harz, das ist seine. Seine. Willkommen im Land der Frühaufsteher, stand an der Autobahn. Und während man noch dachte, war man schon durchgefahren. Willkommen im Land der Frühaufsteher. Wer kommt auf sowas nur? Wieso braucht dieses Land so eine beschissene Werbeagentur? Die Erde der Börde ist fruchtbar und fast schwarz. Frühkartoffeln, Windräder, Rüben bis zum Harz. Das ist, sag ich nicht, will ich nicht sagen. Das ist das Land von Luther und Genscher, von Georg Friedrich Händel. Heute
Seite von Kai Pflaume und Tokio Hotel. Händel war aus Halle, aus Dessau war Kurt Weil. War mal geil. Der Altersdurchschnitt von Dessau ist 64,3. Die Statistik ist vom letzten Jahr, sie war. So ist Sachsen-Anhalt, Sachsen-Anhalt. Mein Opa ist glücklich gestorben und war nie da. Sachsen-Anhalt, Sachsen-Anhalt. Über die Rübenfelder flüchtet ein Reh. Es hat die Wahl zwischen Radio Brocken. Es hat die Wahl zwischen Radio Brocken. Es hat die Wahl zwischen Radio Brocken und Radio S.A.W. Vielen Dank. So. Es folgen jetzt 16 weitere Lieder über die Bundesländer. Herr, jetzt habe ich den Namen vergessen, Herr Toni, Herr Strohbach. Darf ich Sie mal kurz ansprechen? Ich verstehe hier gar nichts. Ich singe nur auf Verdacht. Wir machen doch mal Soundcheck. Geht gleich weiter, ne, Herr Strohbach. Können wir einfach mal, das ist hier, die Monitor hier, ne, das ist einfach mal Lautstärke, ich brauche mal Lautstärketest, Lautstärketest, Lautstärke. Wollt ihr den totalen Krieg? Alle haben ja gesagt. Goebbels war höflich, der hat wenigstens gefragt. Da, versteht man das? Ist auf dem Weg, ne? Hier, das muss gepegelt werden. Baileys ist doch Nuttenpudding. Am Ostersamstag hat Jesus Brückentag. Versteht man das? Es geht um die Amplituden, da muss ein Kompressor rein, glaube ich, hier. Ne? Das muss auch leise gehen. Ich habe geduscht und meine Füße sind trocken geblieben. Da habe ich den Weight Watchers eine E-Mail geschrieben. Das muss man auch verstehen, ne? So, oder hier, können wir Hall haben, Hall? Bitte Ruhe, Hall! Hall, 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 Hall. Also. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Die meisten Haushalte passieren durch Unfälle. Das versteht man doch nicht mehr. Machen Sie es mal weg. Also jetzt schon weg. Also vielen Dank. So, nächste Frage. Jetzt gehen wir es weiter durch. Wer kommt denn aus Thüringen hier? Gut, dann machen wir das. Ne? Machen wir Thüringen-Lied. Grüne Stimmung. Und Nebel bitte. Das ist Thüringen. Nebel. Wenn ihr mal vorbeikommt, so sieht es aus. Ne? Das Auenland von Deutschland, das ist Thüringen. Ne? Ich habe da längere Zeit verbracht. Ich weiß, wovon ich rede. Reicht. Nee, machen Sie mehr Nebel. Das kann nicht schaden an solchen Open-Air-Tagen hier. Auf die Optik kommt es hier an. Ne? Ja. Ja, gut. Herr Haschmich, Haschmich. Über vielen Burgen in Thüringen, da steht ein wahrer Satz. Vor 1000 Jahren soll es viele Mittelaltermärkte gegeben haben. Reicht. Zwischen Dänemark und Prag
liegt ein Land, das ich sehr mag. Zwischen Belgien und Budapest liegt Thüringen, das Land ohne Prominente. Naja gut, Heike Drechsler. Auch aus Weißrussland sein, im Thüringer Wald, da essen sie noch Hunde nach altem Rezept zur winterkalten Stunde, denn der Weg zum nächsten Konsum ist so weit zur Winterszeit. Thüringen, Thüringen, Thüringen ist eines von den schwierigen Bundesländern. Denn es kennt ja keiner außerhalb von Thüringen das grüne Herz Deutschlands. Seit wann sind Herzen grün? Grün vor Neid, aufgrund Bedeutungslosigkeit. Grün vor Hoffnung, dass es lange Zeit so bleibt. Geschichtslehrer aus Hessen. Thüringen, Männer in roten Wandersocken haben mir Lieder gesungen. Thüringen, Heike Drechsler ist hier so gern über 7 Meter gesprungen. Thüringen, Goethe ist extra aus dem Westen hergezogen. Thüringen, David Bowie doch schon einmal drüber geflogen. Doch warum reduziert man unsere Größe auf Würste und Klöße? Weil die Mamis hier so spitze sind. Weil die Mamis hier so spitze sind. Wenn die einmal Kartoffeln reiben, möcht man gleich unter den Rock und für immer da bleiben. Und die Männer wollen in Stille nur raus in den Garten und grillen. Vielen Dank. So. Kommen wir jetzt zur Hymne von Mecklenburg-Vorpommern. Nee, von Bayern. Es gibt Länder. Ein Welthit. Es gibt Länder, wo was los ist. Es gibt Städte, wo man gelitten hat. Eisenhüttenstadt. So, jetzt. Nee, das Ding ist, was habe ich eigentlich gemacht jetzt in der Zeit? Ich muss wirklich sagen, ich habe. Wollte ich das eigentlich erzählen? Nee, ich habe. Nee, es ist gut, wer sich leisten kann. Also, ich mein, andere gehen insolvent. Ich hab erstmal klar Schiff gemacht. Es ist ja viel liegen geblieben. Nein, ich habe Hobbys für mich entdeckt. Ich habe angefangen, Aquarelle zu malen. Obwohl ich gar nicht malen kann. Also ich habe Bäume gemalt, Buchen, Pappeln, Fichten. Ganz schön. Pflaumenbäume. Ich habe mein Französisch wieder aufgewärmt. Je réchauffe mon français. Baguette. Jeannette. Croissant. Michel achète une maison à la Côte d'Azur. Comme nein, ich habe mich mit veganer Ernährung befasst. Das war interessant. Hätte ich sonst nie, aber jetzt in der Zeit. Und zwar, man kann Hunde vegan ernähren. Das wusste ich vorher gar nicht, ne? Katzen nicht. Aber Hunde lassen sich vegan ernähren. Also so ein Dobermann, der frisst nur Karotten.
Also eine ganze Menge natürlich, also so, da gehen so 8 Tonnen, acht Säcke Karotten am Tag, flößt er sich ein, ne? Das geht, ne? Ein Pitbull auch, einfach nur Blumenkohl, geht, das geht. Nee, stimmt nicht, ich bin in meinem Dorf versackt in Brandenburg, ich bin da wirklich versauert. Ich weiß nicht, hier gibt es auch Dörfer, ne? In Westdeutschland, oder? Gibt es auch Dörfer, ne? Ja. Also ich wohne da in der Uckermark, das ist dünn besiedelt und also im Osten ist so, jedes Dorf ist mittlerweile so, ne? Das heißt, es gibt 40 Einwohner da, ne? 20 davon sind noch Dorfis, so heißen die da, Ureinwohner, und 50% davon sind Buletten, ne? Die aus Berlin heißen alle Buletten, aus Leipzig auch, also die aus der, von außen, das sind die Buletten, so. Dann gibt es bei uns zwei Großbauern, die so, also 1000 Kühe, Glyphosat, alles digital und direkt angrenzend ans Glyphosatfeld ist der Ökobauer, ne? Der also seltene Salate zieht für die Touristen in der Saison. Und dann gibt es drei Honorationen im Dorf. Das ist die Krankenpflege, das ist der Automechaniker und das ist der Elektriker. Die können ganz gut leben vom Dorf. Dann gibt es die Buletten, die vom Dorf leben wollen. Mit Bluesmusik, mit Puppenspiel, mit Traumfänger basteln. Aber die vergessen immer, dass die Saison da nur 6 Wochen dauert. Und dann schnallen irgendwann die Touristen ihre Fahrräder auf die Kombis und sind weg. Und dann beginnt die große finanzielle Depression. Die dauert von September bis Mai in etwa. Ne? Und dann gibt es noch diese Wochenendbuletten wie mich, die alle paar Wochen rausfahren und ihren Rasen mähen lassen. So, das ist ungefähr die Lage. Und dann immer sagt, diese Ruhe! Diese Idylle hier! Ne? Und ich habe mal ein Lied geschrieben, damit man sich das ungefähr vorstellen kann, wie das da so abgeht. Paul hat sich einen Lehmofen gebaut. Paul backt ganz vorzügliches Brot. I am what I am and what I am ist Dorfbohem. Die neuen Schnittmuster sind da. Ulla webt indische Kleider. Dem Dorf kennt Kultur keine Grenzen. Leider. Dirk holt aus seinem Erdkeller das Dinkelbier. Dirk macht jetzt seinen eigenen Senf. Der Schellack-DJ wechselt seine Nadel. Er war mal Burnout-Patient. Landleben, das ist das Landleben. Das ist das Leben auf dem Land. Vorne auf der Wiese gab's halt Handyempfang. Oh, Landleben, das ist das Landleben. Ich fahr so gerne raus. Landleben, das ist das Landleben. Nur der Bauer denkt scheiß Hippies und fährt die Gülle aus. Wir panieren heute einen Riesenbovist. Wir haben so viel verlangt. Ich wusste bis gestern noch nicht, was das ist. Riesenbovist. Ich fang noch einmal an. Ich werde Hufschmied oder Zimmermann. Ein Puppenspieler aus Anklam spielt den tapferen Schneider. Leider. Landleben, das ist das Landleben. Das ist das Leben auf dem Land. Landleben, das ist das Landleben. Das ist das Leben auf dem Land. Eigentlich bin ich nur hier. Schön ist. Es gibt so wenig Sterne in Berlin. Das dazu. Das ist das, was ich da mache. Ja. Ich bin halt versackt, muss man sagen. Und ich habe wirklich alles versucht. Also, und habe jetzt zum Beispiel, ich habe gespielt, das darf man keinem sagen, ich habe gespielt auf dem Spargelfest von der AfD sogar. Ne? Die haben. Ja, wie gesagt, ich bin da nicht so. Hauptsache die zahlen pünktlich und die haben gut gezahlt und die haben Hauptsache das Catering war auch gar nicht so schlecht. Und dann habe ich halt, solange ich machen darf, was ich will, spiele ich überall. Ne, habe ich mir gesagt. Ne? Und dann habe ich also so gesagt,
ja, die Beatrix von Storch gleich so buh, ne? Weil die mögen sich gar nicht. Ne? Also gerade jetzt, wo die vom Verfassungsschutz untersucht werden, die beäugen sich alle und so, die laufen über, das ist ganz interessant. Und ich habe dann gesagt, die Beatrix von Storch, die wohnt ja gar nicht am Starnberger See, ne? Wie ich immer dachte, die wohnt gar nicht am Stadtrand von Oberhausen, sondern die wohnt in Berlin-Mitte. Und zwar in der Zionsstraße 3, könnte mal klingeln gehen. Ne? Und zwar, und die genießt den ganzen Tag die Vorzüge der queeren, schwulen, liberalen Gesellschaft, die badet in Kokosmilch Tag ein, Tag aus und am Abend setzt sie dann so ein paar Hasstweets ab, die Fotze. Entschuldigung, war nicht so gemeint, war aus dem Zusammenhang. Ne? Hab ich falsch zitiert? Nein, bitte nicht, nee. Ich bin ja eigentlich, ist nicht meine Art. Ich bin ja eigentlich ein Schöngeist. Abendland Bibel, Morgenland Koran. Abendland Hut, Morgenland Turban. Morgenland, das ist für mich Konstantinopel. Abendland Worms. Abendland, das ist für mich Europa, aber nicht die EU. Morgenland, Skorpion im Schnabelschuh. Morgenland, Couscous Royal. Abendland, Grünkohl mit Bregenwurst. Morgenland, Sesam, öffne dich. Abendland, Schlüsseldienst. Abendland thront die Lorelei. Im Morgenland wohnt die Katzenfrau Ahavzi. Das Abendland ist schon so oft untergegangen, warum geht es immer wieder auf? Morgenland, kleiner Muck von den Gebrüdern auf. Morgenland, Abendland, schön, wenn man sich da auskennt. Da fliegt ein Teppich mit einem Eunuch. Das ist da unten ganz normal, der Eunuch fliegt zum Besuch oder zum Bazar oder zum TÜV in ein Teppich geschifft. Morgenland Burka, darunter heiße Lingerie. Abendland Casual. Morgenland ist die Frau ein Mensch zweiter Klasse. Im Abendland stehen wir alle auf dem Boden des Grundgesetzes. Die Väter des Grundgesetzes haben ein gutes Grundgesetz gemacht, auf das wir alle stolz sein können. Die Mütter des Grundgesetzes haben den Vätern des Grundgesetzes den Rücken freigehalten. Damit die Väter des Grundgesetzes ein gutes Grundgesetz machen, auf dessen Boden wir alle stehen können. Wenn die Mütter des Grundgesetzes den Vätern des Grundgesetzes gefragt haben, ob sie ein eigenes Konto öffnen dürfen. Wenn die Väter des Grundgesetzes, Marianne, gut, dass du fragst, so steht es auch im Grundgesetz. Im Abendland singt man Weihnachtslieder vom Blatt, weil der Abendlanzer viel vergessen hat. Abendland, das ist für mich Goethe. Morgenland, eben, da sehe ich halt nichts Vergleichbares zurzeit. Morgenland, der Türke stand vor Wien. Das habe ich ihm bis heute nicht verziehen. Morgenland, Abendland, schön, wenn man sich da auskennt. Wer fliegt auf dem Kehlen nach Byzanz? Das wird wohl einer sein, der felsenfest glaubt an die Existenz des Morgenlands. Ich unterhielt mich mal auf Umgangsarabisch und fand das wundervoll. Flach, das heißt, ich roffel dir gleich und krach, ich find dich lol. Vielen Dank. So. Ja.
Habe ich eigentlich gesagt, dass ich aus Westdeutschland komme? Habe ich das schon gesagt? Ich will jetzt keinen enttäuschen. Ich habe. Ich komme aus Köln. Ne? Also ich komme gar nicht aus Thüringen. Ne? Ich komme aus Frechen. Das ist so ein Industriegebiet mit Wohneinheiten. Also ähnlich wie hier. Also. Und da komme ich gleich noch drauf. Was ich interessant fand, das habe ich hier mitgebracht. Ein Fundstück. Wie gesagt, in der Uckermark, wo ich jetzt war, ne? Der Adel kommt zurück. Hier, ich komme mal ein bisschen ran. Das geht ja, es ist leise jetzt, was ich mache. Ne? So. Und zwar, die Arnims kommen in die Uckermark, da kommen die eigentlich her. Ne? Da waren die früher, die Arnims, ne? Sind wieder eingestreut. Ne? Und die Daisy von Arnim, das ist die Apfelgräfin der Uckermark, so nennt sie sich. Und die Daisy, da kann man Mosten gehen, wenn man seinen Apfelsaft machen will. Und die hat ein Kochbuch herausgebracht, Himmlische Köstlichkeiten heißt das. Habe ich in ihrem Hofladen erworben. Ne? Und das ist also zwischen, ich weiß nicht, was hat die eigentlich genommen? Ne? Das ist so zwischen, also Kochrezepten, Erbauungsliteratur christlicher Art, es fließt bruchlos ineinander, überall, es ist unglaublich. Das wollte ich mal als kleiner Tipp zur Lektüre für den Sommer hier, wollte ich mal, so, was haben wir da? Kleine apfelphilosophische Einleitung. Zu dem Thema Apfel bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Auf der Suche nach einer Geschäftsidee fuhr ich im Jahr 2000 einen alten Feldweg hinter unserem Haus entlang, den ein Teppich von Äpfeln bedeckte. Mit einem Schlag wusste ich, hier entsteht eine Mosterei. Ne? Wir sollen fruchtbar sein und uns mehren. So lesen wir im ersten Buch der Bibel. Das tut jeder nach den Möglichkeiten, die Gott in ihn gelegt hat. Jetzt hat es auch ein Gedicht gemacht. Lob dem Apfel. Äpfel glätten deine Stirn, bringen Phosphor ins Gehirn. Was haben wir noch? Achso, hier. Da geht es um Tischgespräche. Ne? Hier. Ah ne, das auch noch. Wenn alle Stricke reißen, tröstet uns die Bibel im 13. Kapitel des Hebräerbriefes. Gastfreundlich zu sein, vergesst nicht. Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Dieser Vers hat mir schon das ein oder andere Mal geholfen, Gäste auch über eine längere Zeit zu ertragen, die nicht unbedingt einfach waren. Ne? Tischgespräche. Mein Vater schätzte gute Tischgespräche ganz besonders. Nie gab es Gespräche über das Geschäft oder banale Alltäglichkeiten. Oft erzählte er von Schlesien, seiner Heimat, oder von Kleinöls, dem Zuhause seines Freundes Hans Graf von York. Fasziniert berichtete er, dass am Tisch der Familie nur Griechisch gesprochen wurde. Undenkbar heutzutage. In Griechenland, gut. Aber auch schilderte er gern eine abendliche Kaminrunde in Kleinöls, zu der zu später Stunde noch ein Gast gestoßen sei und aus dem Stand den ganzen ersten Teil des goethischen Faust auswendig aufgesagt habe. Ein unvergessliches Tischgespräch habe ich bei einem Schweigewochenende in einem Kloster erlebt. Es gibt noch Rezepte hier. Hauptgerichte. Die vierbeinige Gans. Sie haben noch nie eine vierbeinige Gans gebraten? Keine Angst, es ist einfacher als man denkt. Die Idee stammt von einer Zahnärztin mit chirurgischen Kenntnissen. Zubereitung. Die ausgenommene Gans vom Pürzel und von der Fettschicht befreien, kalt ausspülen und innen mit Salz ausstreichen. Dann die Zusatzkeulen annähen. Da gibt es noch einige Danksagungen am Ende. Also eine ganze Seite Danksagung, klar. Ne? Mein Dank gilt Petra Genrich, Angelika Lehmann, Doris Eichmann, Paula Schulze und Ines Hensch, die mit Engelsgeduld geholfen haben, unter widrigsten Umständen Tische zu decken. Bedanken möchte ich mich auch bei Elisabeth Eberle. Sie weiß warum. Und dann am Ende, ich bedanke mich mehr als herzlich, täglich und immer wieder bei meinem Mann Michael für die vielen Fotografien, dass er immer an die Projekte, die entstehen, glaubt, mich unterstützt und mir dient. Und zu allerletzt, ich danke Gott für alles, was er in meinem Leben tut und für die vielen Äpfel und Ideen. Ich kann es ans Herz legen, man kann es auch online bestellen. Ne? So. Die Apfelgräfin. Applaus
Der Adel lebt in der bunten und im goldenen Blatt. Der Adel lebt anno dunemals und in der Gegenwart. Der Adel pinkelt, wo er will, Ernst August von Haar. Der Adel, der hat Disziplin, eigentlich nur die Queen. Der Adel winkt von der Balustrade und ruft schön am Wohnen. Er denkt nicht an den nächsten Ersten, er denkt in Generationen. Der Adel schnackselt nur mit Adel, die Folgen sieht man ja. Die Schlabberlippe der Habsburger, die Löffel von Prinz Charles. Der Adel gründet Stiftungen, das tut dem Adel gut. Der Adel, der hat ganz altes Geld und ein Adressbuch aus Blut. Der Adel hat Hunde, die stöbern und apportieren. Die liegen dann nach der Treibjagd ermattet am Kamin. Ich hätte so gern ein Mordel aus alter Mardel, dann wäre ich in meinem Schlosspark einen Ginkgo pflanzen, würd wie ne Walzer tanzen. My blood is blue. Ich trüge grüne Hüte und Ludenmuden. Ich wäre gern ein Front, ich wär gern zu. Der Adel bekleckert sich mit dem eigenen Chateau Neuf du Pape und sagt dann zur Butlerine: Adelheit, räum ab. Der Adel ist ganz schlichte, regionale Gerichte, Zapfen von der eigenen Fichte, Spargel von der eigenen Scholle, mit Schinken oder Scholle. Der Adel kauft sich den Osten zurück, denn er war vorher da. Und der Adel schützt die Umwelt, denn sie gehört ihm ja. Die Gräfin Tatjana Luise Benedikta von zu Schaumburg-Lippe hat auf dem Sekretär ein Bild von dem kleinen Laurin, Vincent, Alexander, Karl, Theodor, Edelred, Johann, Jakob, Pandulf, Adrian, Konstantin, Kaspar, Eberhard, Vlad, Dracula von zu Schaumburg-Lippe auf der Wippe. Der Adel schlendert durch den Park, der Adel hat Zeit. Demokratie ist nur eine vorübergehende Erscheinung. Adel bleibt. Ich hätte so gern ein Mardel aus alter Mardel, dann wäre ich adelig. Ich malte meine Töchter in alter Mühl. Sitz still, Sibyl, weil dein Stammbaum das so will. Ein schönes Gefühl. Ich schreibe WhatsApps oder lasse schreiben. Adelig, eine Kalasse für mich. Dankeschön. So, haben wir das. Jetzt nochmal zu meiner Herkunft. Wie gesagt, ist gar nicht so exotisch. Ich, Westdeutschland, wie gesagt, ich wuchs in einem Reihenhaus auf. Und damals, das gibt es auch gar nicht mehr, ne, wohnten da nur zwei Familien. Ne? Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Es war immer ein Vater, eine Mutter, eine Tochter und ein Sohn. Immer. Ne? Niemals so drei Töchter oder so ein Sohn mal, sondern immer eine Tochter und ein Sohn. Und der Vater war auch tatsächlich der Vater. Da stimmte alles. Das gibt es heute gar nicht mehr. Ne? Da hatte auch der Jägerzorn Abitur, wie soll ich mich ausdrücken? Es war so. Und was muss man noch wissen? Jede dieser Zweifamilien hatte damals ein selbst getöpfertes Klingelschild, in Schreibschrift getöpfert. Das war damals groß in Mode, so Würste legen und dann hart werden lassen. Also
hier wohnen Rudolf plus Doris und dann klein Thomas und Chantal. Das stand da drauf. Das muss man noch wissen, es gab zwei Möglichkeiten. Bofrost oder Eismann. Dazwischen gab es nichts. Kalter Krieg. Aber das war ja auch vor 89. Der Kreis ist geschlossen. Die Tochter sitzt auf der Hollywood-Schaukel. Der Sohn onaniert im Hobbykeller. Gold, Gold, Gold. Mutti tanzt in der Einbauküche. Vati keschert Wespen aus dem Gartenteich. Gold, Gold, Gold. Familie Gold, Familie Gold. Hat ein eigenes Pferd. Der Sohn trinkt heimlich Cola. Gold, Gold, Gold. Vati und Sohn baden zusammen. Mutti macht ein Foto. Gold, Gold, Gold. Mein Sohn zerreißt nie das goldene Band. Wir sind das Herz von Westdeutschland. Familie Gold, Familie Gold, Gott hat die Menschen so gewollt. Familie Gold, Familie Gold, Gott hat die Menschen so gewollt und nie bekommen. Die Erinnerung ist mir weggeschwommen. Nur manchmal kommt eine leise Limousine in den Traum gewollt. Es ging uns allen Gold. In uns allen Gold. Unsere Eltern haben uns mit Hanuta beworfen, unsere Nachbarn mit Nivea-Creme. Es hat uns an nichts gefehlt, aber genau das war das Problem. Im Fernsehen war ein Mann mit 100.000 Volt. Es ging uns allen Gold. Es ging uns allen Gold. Die Kinder sind aus dem Gröbsten raus, Mutti malt Aquarelle. Gold, Gold, Gold. Mutti kämmt das Tochterhaar nach dem Austauschjahr in Amerika. Gold, Gold, Gold. Die Tochter studiert irgendwas, der Sohn meldet sich nur selten. Gold, Gold, Gold. Da sitzt das alte Elternpaar und denkt, dass alles richtig war. Das Herz von Westdeutschland. Familie Gold, Familie Gold. Gott hat die Menschen so gewollt und nie bekommen. Die Erinnerung ist mir weggeschwommen. Nur manchmal kommt eine leise Limousine in den Thron gewollt. Es ging uns allen Gold, es ging uns allen Gold. Unsere Eltern mit Nivea-Creme. Es hat uns an nichts gefehlt, aber genau das war das Problem. Im Fernsehen war ein Mann mit einem goldenen Gold. Es ging uns allen Gold. Es ging uns allen Gold. Mein Sohn zerreißt nie das goldene Band. Wir sind der Schmuck von Westdeutschland. Zerreißt nie das goldene Band. Wir sind der Stolz von Westdeutschland, zerreißt nie das goldene Band. Wir sind das Herz von Westdeutschland. Dankeschön. Wasser trinken, Wasser trinken, Wasser, Wasser, Wasser. Ja, das sind so die Erinnerungen, das sind die alten Lieder. Meine Mutter war Table-Dancerin in einer Go-Go-Bar in Düsseldorf. Sie hatte riesige Äumel und die schlenkerte sie an der Stange. Nee, das wollte ich, hier, das wollte ich sehen.
Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder. Ist das bekannt? Ist das nicht schön? Das ist das Lied der Grebes, ne? Das hat ein Vorfahr von mir, also mütterlicherseits, also väterlicherseits, da gab es keinen wirklichen Stammbaum, aber die gute Linie, die mütterliche Linie, da gab es einen Vorfahren um 1800, ein Herr von Sales-Sevis, alter Tiroler Landadel, der hat dieses Volkslied verzapft, ne? Und deshalb mussten wir das sonntags am Küchentisch immer singen, ne? Jeden Sonntag ging es immer hier. Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder. Und ich, gut, will da nicht ins Detail gehen, ich habe mich von meiner Familie erstmal verabschiedet, ich habe sie lange nicht gesehen, gab Streit und nach 10 Jahren kam ich wieder. Und da saßen immer noch am Küchentisch, ne, hier. Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder. Ich sag, Mama, was ist an dem Lied eigentlich spannend, ne? Da meint sie, hör doch mal. Bunt sind schon die Wälder. Mama, was ist denn daran spannend? Hör doch mal. Bunt sind schon die Wälder. Mama, was ist daran spannend? Sie sagt, bunt sind schon die Wälder. Gelb die Stoppelfelder. Das stimmt doch. Der Herbst stimmt. Das ist doch so. Ich sagte, Gott, was ist denn daran spannend? Muss ja nicht mal spannend sein, meinst du sie da? Kann ja mal stimmen. Was sagst du denn überhaupt über mich, wie ich war Table Dancer in Düsseldorf? Was soll das denn? Ja, Entschuldigung, Mama, das ist ein Bild. Ja, für was denn? Ja, für das, was nicht war. Ach so, dafür brauchst du Bilder. Und warum schreibst du nicht, ich war Englischlehrerin an einem Provinzgymnasium? Ja, was ist daran spannend, meine ich dann. Ja, stimmt aber. Was machst du denn überhaupt? Ich studiere. Was denn? Puppenspiel. Was? Was? Für Kinder? Nee, Mama. Ganz anders. Nee, pass auf. Ganz anders, als du denkst. Ich mach gerade meine Diplom-Inszenierung. Rapunzel. Ja, ich mach's aber mit weißen Mäusen, ne? Ich habe mir weiße Mäuse besorgt, da habe ich so ein Kassel gebaut, so eine Konstruktion. Ne? Und oben im Turm sitzt die kleine weiße Maus, der habe ich so Watte angetackert, ne? Hier da, fällt runter, Rapunzel. Ne? Jetzt kommt die dicke Maus, der Prinz, ne? Der Prinz muss die jetzt retten. Und da ist da so eine Schikane, so ein Steg mit so einem Feuerreifen, den habe ich da reingebaut. Ne? So eine Schikane, jetzt ist so eine Schissermaus immer, ne? Und die traut sich immer nicht. Ne? Da sage ich mal zu den Kindern, Miau, Miau, sagt man Miau, Miau. Die Maus, durch den Reifen durch, Prinzessin, die rettet, Applaus, Applaus. Da hat meine Mutter gesagt, Junge, wenn du was brauchst, ich bin immer für dich da. Ich wollte immer Künstler werden, doch die Grebes sind das nicht. Die Grebes sind Beamte oder Ingenieure, Pfarrer. Oder Englischlehrer, aber Künstler, Künstler nicht. Die Grebes haben, wenn's hochkommt, auf Geburtstagen was gereimt. Sonne und Wonne, Merkel und Ferkel, zu mehr hat's nicht gereicht. Aber ein Reim ist noch kein Gedicht, Junge, Künstler sind wir nicht. Nebelhaftig. Dem Künstler singt ein Lebtag lang eine Nachtigall. Den Grebes eine Werkssirene, eine Stechuhr oder ein Pausengong. Uns die Arbeit, ihm das Spiel, das ist der Deal. Und Vater sprach, Nebel! Der Muttermilch. Jetzt schau dir deine Mutter an. Sieht die aus wie Thomas Mann? Nein! Mach's nicht, lass sein.
Künstler beschallen die Wüste mit Wagner und verpacken den Reichstag. Uns bleibt nur die Bewunderung für diesen Menschenschlag. Schlag's dir aus dem Kopf, unser Platz ist der Museumsshop. Und fahrt lieben! Was wir nicht mal zu denken wagen. Künstler dürfen Schwarzfahne und die Suppe schlürfen. Künstler dürfen, nein, was sag ich, müssen sich bis zum Zäpfchen mit der Zunge küssen. Künstler dürfen sich mit Absinth, mit Absinth zu Tode zechen, dürfen Gottes lästern, dürfen Ehe brechen, Künstler dürfen, nein, sie müssen ins Bordell für ein Aquarell oder ein Gedicht, wir nicht. Jede Borst, jedes Haar ist so wunderbar. Und der Hase, der Hase, der Hase, der Hase vom Dürer. Der Hase, der Hase, den hat er gemalt für 500 Jahre. Der Hase, der Dürer. Das wahre Künstlertum erkennt man erst posthum. La 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 la, la 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 la. Und der Künstler und die Künstlerin stehen dann im Brockhaus drin. Dürer unter D, Goethe unter G, Künstler unter K. Im Sommer fuhren wir an die Nordsee, im Herbst in die Lüneburger Heide. Zu Weihnachten wurde der Baum geschmückt, zu Ostern Eier versteckt. Wir haben immer was aus uns gemacht, aber kein Projekt. Dankeschön. So. Das Problem bei diesen Menschen aus Kleinstädten, da wollen ganz viele nach Berlin. Ne? Und manche schaffen das auch tatsächlich. Ne? Und da treffen die sich dann alle wieder. Ne? Klaus und Beate sind ein Paar. Uschi und Dirk sind auch ein Paar. Klaus, Beate, Uschi und Dirk sitzen da und essen Sushi. Die Sushi hat der Klaus ganz allein gemacht. Kompliment, Klaus. Reich mir mal den Rettich rüber. Den Rettich rüber. Klaus sagt, Sushi ist gar nicht schwer. Das Erotische beim Kochen ist das Zubehör. Meine Mörser sollten aus Keramik sein. Meine Pfeffermühle ist so groß wie ein afrikanisches Männerbein. Reich mir mal den Rettich rüber. Rettich rüber. Beate redet gern über Möbel und sagt, Ikea kommt mir nicht ins Haus. Bis auf den Tisch da, der ist von Ikea, der sieht aber nicht nach Ikea aus. Respekt verdienen Menschen, die bei Ikea einkaufen, ohne dass es nachher nach Ikea aussieht. Klaus, Beate, Uschi und Dirk sitzen da in ihrem Szenebezirk. Klaus, Beate, Dirk und Uschi sitzen da und essen Sushi. 30-jährige Pärchen. Ah, ah,
schwierige Pärchen. Ja. Wir wollten nie wie unsere Eltern werden und sind es ja auch nicht geworden. Unsere Eltern sind ja Eltern und ziemlich provinziell. Fisch auf Kaltreis mit Algen, tun die doch in den Müll. Reich mir mal den Rettich rüber, den Rettich rüber. Dirk hat ein buntes Hemd an und war schon überall. Er sagt Sätze wie Asien ist nicht mehr mein Fall. Asien ist total überlaufen. Uschi sagt das, was der Dirk da gerade gesagt hat, dass der Dirk doch damit recht hatte, mit der Dirk, der hat so viel erlebt. Der sollte schreiben, der Dirk. Klaus sagt nur, wenn die Liebe geht, die Hobbys bleiben. Reich mir mal den Rettich rüber, den Rettich rüber. Dirk findet Uschi sehr öde, er hat sich dran gefühlt. Habe ich mich das letzte Mal nach dieser Frau gesehnt? Wie lange wir wohl noch zusammen sind? No. Wir machen Schluss oder ein Kind. Dirk, Beate, Uschi und Klaus gingen nie die Gesprächsthemen aus. Von ihrer Kleinstadt bisher war es ein weiter Weg. Jeder ist so wertvoll wie ein kleines Ding. Oh, 30-jährige Pärchen. Ah, ah, 30-jährige Pärchen. Ah, ah, wir wollten nie wie unsere Eltern werden und sind es ja auch nicht geworden. Unsere Eltern sind ja Eltern und ziemlich provinziell. Rohrfisch auf kaltem Reis mit Algen tun die doch in den Müll. Irgendwann werden die sterben, wenn sie nicht schon gestorben sind. Wir werden ihre Häuser erben, aber keine neuen bauen. Reich mir mal den Rettich rüber. Den Rettich rüber. Um 12:30 waren sie betrunken. Oder haben sich betrunken genug gefühlt, umzugehen. Danke für den schönen Abend. Zum Abschied hat der Dirk auf der Pfeffermühle Luftgitarre gespielt. Reich mir mal den Rettich rüber. Den Rettich rüber. Reich mir mal den Rettich rüber. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Toni Strohbach, sind Sie noch da? Nee, schon gegangen. Das ist interessant. Oh, ich bin da. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Haben Sie eine Uhr? 21:16 Uhr. Das heißt, ich habe jetzt schon länger gespielt als eine Stunde. Es ist Zeit für eine Pause, kann das sein? Oder soll ich noch was spielen? Was jetzt? Ich bin frei, ich kann machen, was ich will. Was? Was? Noch eins, dann machen wir Schluss, ja? Okay, Pause, also. Schluss machen? Pause. Gut, Schluss machen? Nein. Dann durchmachen. Gut. Gut, dann. Was haben wir denn noch hier? Achso, gerade um diesen Komplex mal abzuschließen jetzt. Ein sehr trauriges Lied aus der Gegenwart. Meine Hundefutterfirma ist pleite. Der Kuckuck klebt an der Tür. Meine Freundin hat mich verlassen. Ich sitze hier in der leeren Wohnung und starre an die Wand. Morgen werde ich 50, das Geschenk habe ich schon in der Hand. Einen alten Revolver für das russische Roulette. Piff, paff, das war's dann. Na los, fang an. Ich gehe.
ins Hotel, Mama. Ich geh zurück in mein Hotel. Ich geh zurück ins Hotel, Mama. Mama, Mama, ich komme ganz schnell. Bling, 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 ja, da steht sie schon. Bling, 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 bling an der Rezeption. Ich hätte gern ein Zimmer mit Vollpension. Und frische Schlüppis, Schlüppis, Schlüppis. Es duftet nach Omo und Persil. Und die Kissen haben einen Kick. Der Kühlschrank ist der Hammer. Ich bin wieder zurück. Mutti, 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 streichel mir mein schütteres Haar. Mutti, 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 öl den Köterich mit Penaten. Und ich höre meine alten Mixkassetten und geh zum Kiffen in den Garten. Draußen ist die böse Welt. Hollai und hollaho, ich kriege wieder Taschengeld. In der Küche schlage ich ein Rad und esse meinen Blubspinat. Ich geh zurück ins Hotel, Mama. Ich geh zurück in mein Hotel. Ich geh zurück ins Hotel, Mama. Freio, Freio, Freio. Bling, 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 bling. Ich bin der kleine Engerling. Ich leg mich jetzt hier in den Mausespeck und geh nie wieder weg. Mutti, 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 falte mir was zum Spielen. Mutti, 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 und frag mich nicht, was ich falsch gemacht hab. Was sie auch sagt, ich höre eh nicht hin. Die freut sich einfach nur, dass ich wieder hier bin. Das ist für mich Erholung pur. Holla hi und holla ho, sie lötet meine Nabelschnur. Holla hi, ja ho, wenn du mich noch verwöhnen willst, ich hab Hefepilz. Mutti, 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 wenn das Telefon klingelt und da ist irgendwer. Mutti, 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 sag ich bin nicht da, mich gibt es nicht mehr. Ich geh zurück ins Hotel, Mama. Ich geh zurück in mein Hotel. Ich geh zurück ins Hotel, Mama. 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 Schöne Pause. Macht's gut.
Saft, 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 Saft. So, Pause beendet. Es geht weiter. Herr Haschnig, das ist das Lichtdesign von Herrn Haschnig. Das ist nicht unglaublich, ich sehe das gar nicht. Das ist ja ein kleiner Applaus nochmal anklatschen für Herrn Haschnig. Zwei Tage lang hat er hier gebastelt. Um die Ruinen erstrahlen zu lassen. Reden wir jetzt über Gedenkjahre. Wir alle wissen, wir haben das Jahr 2020, das Beethoven-Jahr. Oder wie das Logo heißt, das Beethoven. Beethoven ohne Vokale, damit es weltweit verständlich ist. Das Beethoven-Jahr 2020 und das Münchhausen-Jahr in Bodenwerder. Auch 2020, diese beiden Jahrestage, die finden 2021 statt, aus gewissen Gründen. Fällt aus, quasi wird verschoben. Erinnern wir uns, das Jahr 2019 war das Fontane-Jahr in Brandenburg. Das fand statt. Vor allem in Neuruppin war das Epizentrum des Fontane-Jahres. Ich war da. Es gab... Die Leute waren heiß, die wollten ihren Fontane haben, die wollten... Ah! Jetzt habe ich die Noten nicht dabei. Na gut, versuchen wir es ohne. Ist egal. Nee, ist nicht egal. Holger, kannst du mal... Da steht so ein Stapel... Nee, ich kann ja weiterreden. Also da steht so ein Stapel... Zettel ist da noch... Ah, das ist alles gut. Das Fontanejahr 2019 in Neuruppin. Es gab Fontane-Tee, es gab Fontane-Rum, es gab Fontane-Kekse, es gab die Fontane-Apotheke, es gab Servus, es gab die Fontane-Therme und es gab den Fontane-Döner. Ich bin gleich wieder da. Ich hoffe, das wird übertragen. Ich gehe mal kurz aufs Klo. Ja, und dann war es halt so, wir erinnern uns an das Marx-Jahr 2018, das fand auch statt. Da konnte man in China Reisen buchen, 3 Tage Europa, London, Rom, Trier. Das hatte noch Niveau gehabt. Letztes Jahr gab es Busreisen nach Brandenburg zu gewinnen, 3 Tage Brandenburg, Cottbus, Potsdam, Neuruppin. Das war das Fontane-Jahr. Wenn man da genauer einsteigt in die Materie, das Fontane-Jahr begann nicht am 1. Januar, wie man sich denken könnte. Nein, es begann am 30. März, dem Tag der Zeugung von Theodor Fontane. Das hat sich das Komitee so ausgedacht. Dann wurde 9 Monate gefeiert, also die ganze Schwangerschaft durch. Und am 30. Dezember, seinem Geburtstag, war dann Schluss. Dann war ein Tag Pause und dann begann das Beethoven-Jahr 2020, was jetzt verschoben wird. Lange Rede. Was ich sagen wollte, wir vergessen eins, 2019 war auch das Robinson Crusoe-Jahr. Der Roman Robinson Crusoe kam 1719 zur Welt. Ich denke, der Stoff ist allgemein bekannt. Für die, die es nicht mehr so auf dem Schirm haben, es muss wohl so um das Jahr gewesen sein, als sich eine spanische Galeone auf den Weg machte von Portsmouth in die neue Welt. An Bord befand sich auch ein gewisser Robinson Crusoe. Doch das Schiff geriet in einen gewaltigen Sturm. Und starb als reicher Mann. Isolationsbeauftragte Nummer 1, Robinson Crusoe, ein kleiner Song. Quarantäne-Man. Da liegt ein Mann am Palmenstrand, sein Bart ist voller Sand, Robinson Crusoe. Die Sonne scheint auf seinen Pinsel, er ist allein auf seiner Insel, keine Scham. Er lebt, wie Gott ihn schuf, ohne Seife, er ist Mensch von Beruf. Crusoe. Er lebt in einer Höhle,
kommen Sie lieber nicht hinein. Ich kann sehr gut alleine sein. Ich bin Single, das steht auch auf der Klingel. Freitag war eine Lüge, er hatte nur einen Papagei und eine Ziege, er hat sie gemolken. Aber Robby, sprach der Papagei, hier kommt doch keiner mehr vorbei und vielleicht ist das auch besser so. Ich krieg flaschenweise Fanpost aus der Zivilisation. Robinson, du bist unser Held. Geh nie weg von der Insel, bleib da. Asozial am Beach, am Ende der Welt. Er braucht kein Geld und keine 20 Sender. Sein Palmenstamm ist sein Terminkalender. Crusoe. Er macht seinen eigenen Käse, er macht sein eigenes Brot, ein Selbstversorger, ein Kalenderidiot. Er muss auf viel verzichten, dafür hat er ohne Ende Beinfreiheit. Er wird oft verwechselt, ja, das kommt öfter vor. Er heißt Crusoe und nicht Caruso und er war auch kein Tenor. Er war sich selbst genug, wenn er Brote trug. Da ist Süden und da ist Norden, er ist in all den Jahren nur durch Try and Error zum Handwerker geworden. Crusoe. Aber Robby, sprach der Papagei, hier kommt doch keiner mehr vorbei und vielleicht ist das auch besser so. Robinson, ich krieg flaschenweise Fanpost aus der Zivilisation. Robinson, du bist unser Held, geh nie weg von der Insel, bleib da, asozial am Beach, am Ende der Welt. Ich sitze hier und trinke Uso. Reimi, reimi, reim. Ich sitze hier und was machst du so? Schönen Gruß von der Insel von Robinson Crusoe. In der Musik gibt es keine Fehler. Du bist unser Held, geh nie weg von der Insel. Bleib da, umsonst und draußen, asozial am Beach, am Ende der Welt. Vielen Dank. So. Ja, zum nächsten Lied, das steht hier, das ist uralt, ne? Das ist alles veraltet, genau wie ich. Ich veralte zusehends. Die Zeit geht über mich hinweg. Man muss dazu sagen, wir sind auch die erste Generation, die so viel verkraften darf, muss man sagen. Ne? Das ist ja ein Geschenk auch. Ne? So. Und gegen den Neandertaler, man muss sich das mal, ne? Der Neandertaler, bei dem blieb ja alles gleich. Ne? Der muss sich nur an eine Sache gewöhnen, an das Rad. Ne? So. Der hat 1000 Jahre Zeit, sich an das Rad zu gewöhnen. So. Dann hat er gesagt, nee, ich trage es lieber selbst und ist dann ausgestorben. Das ist der Neandertaler. Wir hingegen müssen alles verkraften. Der ADAC ist unglaubwürdig. Die Säulen meiner Kindheit, Franz Beckenbauer, weg. Und auch die Stiftung Warentest, unglaubwürdig, weil sie einen Prozess verloren hat gegen Rittersport Vollnuss. So, das ist ein altes Lied. Der Amt ist Abteilungsleiter bei der Stiftung Warentest. Hat eine Frau, ein Auto, ein Kind und einen Hund. Bernd sagt, dass die ganze Welt sich testen lässt. Und das stimmt ja auch. Das stimmt ja auch. Achtung, Achtung, sein Untertritt in Kraft. Sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend und nun ja.
Zum Beispiel Apfelsaft. Also Bernd nur den besten. Wie alles auf der Welt kann man Apfelsaft ja testen. Denn jeder Saft entspricht der Fruchtsaftverordnung. Und das stimmt ja auch. Das stimmt ja auch. Er geht euch einen Saft an, sagt dabei einen Saft an. Dieser Saft ist gut, der auch. Und dieser Saft ist mangelhaft. Bernd hat schöne Haare, sein Haarspray ist das Beste. Er hat alle Sprays an sich selbst getestet. Ja, kritische Kunden haben kritische Haare. Und das stimmt ja auch. Das stimmt ja auch. Beim Haarspray ist es wie beim Apfelsaft. Sehr gut, gut, befriedigend, drei Wettertaft ist mangelhaft. Haben wir wieder was gelernt, haben wir wieder was gelernt, haben wir wieder was gelernt vom Bernd. Haben wir wieder was gelernt, haben wir wieder was gelernt vom Bernd. Bernd sagt seiner Frau, mein liebes Kind, der Sex letzte Nacht war nur befriedigend. Du bekommst von mir eine Mängelrüge. Abwertung, jetzt beschwer dich mal nicht. Achtung, Achtung, Sex ist Apfelsaft. Also ich fand mich ganz gut. Doch, und du warst heute mangelhaft. Haben wir wieder was gelernt, haben wir wieder was gelernt, haben wir wieder was gelernt vom Bernd. Kurze Entspannung, ich geht weiter, ist noch nicht vorbei. Gott hat die Welt in 6 Tagen erschaffen. Andere bräuchten da länger. Am 7. Tag hat er sich ausgeruht und das dauert ja. Das soll er ja ruhig. Die Welt ist fertig, sein Untertritt in Kraft. Also Gott sei Dank, dass es gut war, das kam Bernd klar. Und er war es mangelhaft. Gott war erschüttert und hat sich schnell entfernt. Bernd ist nicht locker, ja so ist halt. Sag mal, ist das erlaubt, dass du hier langläufst? 1,50. Gott war erschüttert und hat sich schnell entfernt. Bernd, die sind locker, ja, so ist er halt, der Bernd. Lieber Gott, du bist viel zu ungenau. Und das stimmt ja auch, das stimmt ja auch. Du sitzt einfach da, in deiner Kanzlei, sagst, Kinder, ihr seid lieb, ihr kriegt alle eine 2. Ja, so geht's doch nicht, so geht's doch nicht. Der Inhalt ist nicht das, was die Verpackung verspricht. Ja, Glaube, Glaube. Jetzt nimm den Bart aus dem Gesicht und wenn du jetzt gehst, wenn du uns verlässt, ich bleib hier, ich bin Bernd und meine Stiftung, die heißt Warentest. So, weg, Vergangenheit. Oh. So, ist auch ein altes Lied, weil wir haben ja Krise, 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 Finanzkrise. Finanzkrise ist ein altes Lied vom Jahr 2009. Und da gab es einen Vorfall, der mich sehr erschüttert hat damals. Da gab es einen Oligarchen, der hat an einem Tag 20 Milliarden Dollar verloren, ne? Der hatte 40 Milliarden, jetzt hat er nur 20 Milliarden gehabt. Da dachte ich auch, ja, da dachte ich, das ist ja traurig, ne? So, Oligarchenarmut, dachte ich dann, ne? So, die erste Milliarde ist ja immer die schwerste. Und da habe ich dann folgendes Lied geschrieben. Da steht ein Pferd, es ist nicht deins. Da steht ein Pferd, es ist meins. Da steht noch ein Pferd, es ist wieder nicht deins, denn du hast ja keins. 700 Pferde und die Wiese blüht, ich bin stolz auf mein Gestüt. Ich habe auch mal klein angefangen, ich weiß es noch genau. Mein Haus, mein Auto, meine Frau, das ist lange her. Mein Haus und meine Frau, die gibt es jetzt nicht mehr. Die neuen Fotos zeige ich überall. Mein Harem, mein Gestüt, mein Taj Mahal, yippie! Mein Weinberg leuchtet in der Sonne. Mein Mundschenk sagt, das wird ein gutes Jahr. Du fragst mich, was vor Armut schützt. Die Antwort lautet Grundbesitz, yippie! Ich schnorchel durch mein Atoll, eigenes Atoll, wundervoll. Es ist doch schön, schöne Dinge zu besitzen. Mein Rambock, meine Söldner, meine Bogenschützen. Ich bin immer auf dem Teppich geblieben. Doch mein Teppich, der kann fliegen. Mein Teppich, der kann fliegen. Wie hab ich das so weit gebracht? Ich hab Überstunden gemacht. Sonntags ergeh ich mich in Müßiggang mit Nichtstun und mit Minnesang. Ich weiß,
andere müssen Klinken putzen. Meine Burg, mein Gardasee, meine Abruzzen, yippie! Meine Sternwarte, siehst du die? Meine Sonne, mein Mond und meine Galaxie. Wie schafft man das? Wie wird man so? Ich war immer der Erste und der Letzte im Büro. Lass die Zugbrücke runter, der Besuch ist da. Der Kalif von Kaiserslautern kommt, oh la la. Ich schenke ihm mein Sägewerk und er schenkt mir den Betzenberg. Ich bin immer auf dem Teppich geblieben. Doch mein Teppich, der kann fliegen. Mein Teppich, der kann fliegen. Davon träumt man doch als Kind. Ich koch auch nur mit Wasser. Doch ich kann über das Wasser laufen. Ich kann über das Wasser laufen. Weil ich weiß, wo die Steine sind. Dankeschön. So, haben wir das? Was wollte ich denn noch? Ach so. Stimmt, ich hatte, ist das bekannt, ich hatte vor 3 Jahren mehrere Schlaganfälle, ne? Und zwar ist es mir auf der Bühne passiert, während der Vorstellung, ist auch nicht so schön, ne? Das war in Düsseldorf, im Zack, im Kulturzentrum, Zack. In einem soziokulturellen Loch ist mir das passiert, ich habe da gespielt und plötzlich war alles, gingen die Lichter aus, ne? Und ich war damals noch mit meinem Pizzakollegen Franz Schumacher unterwegs, der jetzt, wie gesagt, diesen Lieferservice hat, und der sagte dann, der konnte das Stück besser als ich, ne? Dann habe ich ihn gefragt, was kommt denn jetzt, ne? Und habe rumgestottert und habe dann, es war alles schwarz, es war die Synapsen, es war dicht, ne? Und er hat dann gesagt, ja, mach, jetzt kommt das, die Nummer, der hat mir dann vorgesagt, so, ne? Und die Lieder gingen noch, weil es sind 2 Gehirnhälften, wurde mir später gesagt, das war dann irgendwie möglich, aber die Texte waren vollkommen in der Wupper. Und dann schwitzte, ich wusste gar nicht, was los ist. Dann in der Pause habe ich gesagt, das geht nicht mehr, ne? Blas das ab, Franz, geh zu den Leuten, sag ihnen, ich komme gerne wieder und spiele eine schöne Vorstellung, ne? Und dann stellte ich es ja vor die Leute hin und sagte, ja, der Reinhard, tut ihm leid, er würde gerne eine Vorstellung spielen mit Hand und Fuß. Ne? Und dann haben die Leute gesagt, aber wieso, ist doch wie immer. Ne? Das weiß ich noch. Ne? Und dann war ich da hier in der Stroke Unit im Vivantes Friedrichshain. Und da kam dann am nächsten Tag kam so ein Typ in so einem Kittel an, mit so einer Kladde unterm Arm, ne? Setzte sich an mein Bett und hat dann gesagt, Herr Grebe, beantworten Sie bitte die Fragen jetzt. Ne? Normal. Ganz normal. Beantworten Sie bitte die Fragen. Ne? Wie heißen Sie? Ich so, ist das eine Fangfrage jetzt? Reinhard Grebe? Und dann, ich schreibe mit. Ich schreibe mit. Ne? So, wann sind Sie denn geboren? Ne? 14.04.71? Herr Grebe, wenn Sie einen Ständer haben, wiegen Sie dann mehr? So, also das hätte ich vor meinem Schlaganfall auch nicht beantworten können. Ne? So. Und dann war ich nach einer Woche wieder draußen und dachte mir, doch ganz schön, das ist jetzt Zugabe so. Und dann habe ich dann folgendes Lied hier geschrieben. Das weiße Haar am Sack, das Knacken in den Knien, -10 Dioptrien, Drecksbiologie. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. So. Ich sehe alles verschwommen, wie bei Matisse und Monet. Mein letzter will eine Gleitsichtbrille und meine Haare wie Hermann von Fehn. Neulich kam ein kleiner Goldbarren mit der Post, ich dachte, what the hell? Danke für jahrelange Treue, Sie sind jetzt Platinkunde bei Debitel. Zusammen. Man ist so alt, bla bla, wie man sich fühlt. Und der Schweineigel, bla, ist schon wieder vor dir da. Und er sagt, ich bin all hier. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Was uns nicht umbringt, bla, macht uns hart. Kennst du einen, bla, kennst du alle. Und der Igel ist schon wieder vor dir da. Ja, ja, die Liebe, die kann man nicht kaufen. Und die Null muss stehen und der Bass muss laufen. Die Liebe, die kann man nicht kaufen. Und die Null muss stehen und der Bass muss laufen. Bass, Bass, Bass muss laufen. Bass, Bass, Bass muss laufen. Läuft. Läuft. Bass.
Elvis hab ich überlebt. Auch James Dean und Bruce Lee. Yippie! Drecksbiologie. Immer wenn ich was vergesse, dann denke ich, war das jetzt Desinteresse oder sind das Alterungsprozesse? Da wachsen Haare aus dem Rücken, auf der Nase und aus dem Ohr. Liebe Haare, was ist euch wichtig? Und sie sagen, yay, Schlafkomfort. Ich war noch nie bla bla auf dem Himalaya. Und was hab ich auch davon? Man steht vor irgendeinem Panorama und beglotzt den Horizont. Ja, ja, den Gral, den wollte ich mal finden. Ist ganz normal, doch die Mühle macht Klipp-Klapp. Jetzt steh ich da und meine Tage verschwinden. Ich nehm zu und das Leben nimmt ab. Der Hase läuft, der Mensch, der rennt. André Schirle, wieder mal ein belebendes Element. Liebe, die kann man nicht kaufen. Und die Null muss stehen und der Bass muss laufen. Bass, Bass, Bass muss laufen. Bass, Bass, Bass muss laufen. Bass läuft. Bass, Bass. Was mein Herz nicht sagen kann, sagen Tulpen aus Amsterdam. Was mein Herz nicht sagen kann, sagen Tulpen aus Amsterdam. Augenblick verweile, doch du bist so schön. Und der verweilte Arsch, der will gar nicht wieder gehen. So viele schöne Augenblicke, die ich täglich klicke. Du kommst aus der Nummer nicht mehr raus. Irgendwann schon, aber dann ist es aus. Habe ich das schon? Ich hatte ja noch so einen persönlichen Lockdown, ne? Also, und zwar im Dezember, also bei mir geht es schon ein bisschen länger. Ne? Also, da kam ich da zum Arzt, ich hatte so ein Ziehen hier. Ne? So, er meinte, ja, Herr Grebe, Sie haben Übergewicht, das stimmt, aber das ist nicht der Grund. Sie haben Burnout, ne? Meinte der Arzt. Schauen Sie sich doch mal an. Ne? Echt, sag ich, Burnout? Guck, da habe ich mich ja immer für interessiert. Ich hatte nur die Zeit dafür. Ne? So, und dann hat er gesagt, ich verschreibe Ihnen mal Folgendes. Keine Tabletten, Sie machen einfach mal nichts. Hat er gesagt, nichts. Ne? Da war das noch was Besonderes, nichts zu machen damals, im Dezember. Ne? Nichts, nichts. Und da hatte ich so einen Horror vor. Ne? Nichts zu machen, ich nichts machen. Und 3 Monate. Ne? Ich habe mich am ersten Tag gleich für einen Tanzkurs angemeldet. Ne? Hip-Hop. Bin aber nicht hingegangen. Ich durfte ja nichts machen. Mich so geschlendert. Ne? Das ist vielleicht schon zu viel, aber ich bin einfach mal so losgeschlendert, habe ich ewig nicht gemacht. Ne? Ziellos so durch Berlin und bin dann über Flohmärkte gegangen. Ne? Dann habe ich so ein Buch gekauft für 1 Euro. Ne? Bernhard Schimek, das Eierbuch, ne? Von 1948, ist ein Frühwerk für Geflügelzüchter, für Fachpublikum. Ne? 500 Seiten. Habe ich von vorne bis hinten durchgelesen. Ne? Hat ja Zeit gehabt. Sehr spannend. Das Eierbuch. Das erste Kapitel, 30 Seiten etwa, da ging es um so Import-Export-Fragen, also Einfuhrbestimmungen, Schutzzölle, so ganz interessant. Dann ging es um Karton, Kartonagen, Verpackungsmaterialien. Es gibt Hühnereier, Gänseeier, Wachteleier, die Stapelungsfragen, Europalettenfrage, diese ganzen Sachen dann. Dann ging es auch um kranke Eier, es ging um Dotteranomalien und rote Fädchen im Eiklar, also sowas. Auch so. Und das letzte Kapitel hieß sorbische Ostereier. Ne? Und also ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist, also 1948 jedenfalls, wurden in der Sorbei damals. Okay. In Sorbien? Wie heißt denn das? Sorbistan?
Also da haben die sorbischen Omas haben da die Eier auf sorbische Art zugerichtet. Ne? So, also, und da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten der Zubereitung. Also es gibt Kratztechnik, Ätztechnik, Maxbossiertechnik, die ich favorisiere. Das ist also alles eine Welt für sich. Und jetzt hatte ich ja Zeit. Ne? Und jetzt hatte ich gedacht, die Omas von damals, von 1948, die hatten damals Enkelinnen. Die sind heute Omas. Ob die wohl heute noch diese Eier so zubereiten, auf sorbische Art? Dann habe ich da in Bautzen angerufen, da in dieser Eierzentrale, habe gefragt, ob die das noch machen. Ne? Und ich habe gesagt, ja klar, das ist in großer Mode, ne? Das machen viele noch. Also dann habe ich gesagt, dann schickt mir doch mal so ein Ei vorbei. Ne? Dann haben die mir da so ein Ei vorbei, so ein Gänseei, für 5 €, ne? Das war in Kratztechnik modelliert, ne? Haben die mir vorbeigeschickt. Ne? Und dann habe ich gedacht, 5 €, da hat so eine sorbische Oma 3 Stunden Handarbeit drauf verwendet. Das ist ein Unikat. Ne? Da ist mir erstmal aufgefallen, in Sorbien, die haben überhaupt kein kapitalistisches Verständnis. Das rechnet sich doch gar nicht. Ne? Habe ich da wieder angerufen, ne? bei der Eierburg. Dann habe ich gedacht, wer hat denn da mein Ei gekratzt? Ne? Dann haben die mir gesagt, das ist eine Oma, die heißt Hanna Kalischke aus Schleife. Das ist da so eine Eierhochburg in diesem Gurkenwald, ne? Wo die diese Hauben tragen. Ne? Da wurde ich hinvermittelt jetzt. Ne? So. Und die hat mein Ei gekratzt. Und dann habe ich gesagt, Frau Kalischke, ich hatte die am Telefon, jetzt eben noch. Ne? Ich sagte, Frau Kalischke, jetzt geht's ja wieder. Habe ich gesagt, Frau Kalischke. Habe ich erstmal so vorgeschwärmt, dass ihr Ei, wie es da so am Fensterkreuz baumelt, ist meine tägliche Freude. Und dann habe ich gesagt, und dann habe ich jetzt mal zur Butter bei den Fischen. Also folgendes: Ich verticke Ihre Eier über meine Homepage und zwar für 15 €. 10 für mich, der Rest für Sie. So, bumm. Ne? Da war aber Ruhe jetzt. Ne? Da hat sie Telefonhörer fallen lassen, die Puschen schabten über den Teppich. Sie hat, war arg am. So, und jetzt haben wir uns verabredet, ne? Für übermorgen. Ich gehe aber nicht hin. Morgen renne ich ins Studio. Übermorgen knack ich die Nüsse mit dem Po. Da ist ein Loch im Himmel. Ich stehe auf dem Laufband, werd fit und flott. Woran du dein Herz hängst, das ist Gott. Da ist ein Loch im Himmel. Andere suchen den Rock'n'Roll, leben den Moment und sind jede Nacht voll. Sie stehen im Strobo, wackeln dazu. You love me now and I love you. Da ist ein Loch im Himmel, ein Loch im Himmel und das geht nicht mehr zu. Sie gehen über Scherben, schreien ganz laut, haben Dübel in der Lippe und Haken in der Haut. Sie fallen vom Himmel wie ein Asteroid. Ich sing jeden Tag dasselbe Lied. Da ist ein Loch im Himmel, ein Loch im Himmel und das geht nicht mehr zu. Da ist ein Loch im Himmel, ein Loch. Als ich klein war, hab ich Gott gesagt, lieber Gott, hilf mir morgen beim Diktat. Und das Gott war damals noch ein Mann mit Bart. Er hat mir geholfen beim Diktat. Und er wohnte in der Lampe überm Bett. Der Teufel im Heizungskeller, der war rot und fett. Und ich sprach mit der Lampe sehr vertraut. Und die Lampe hat zugehört, ich hab's halt geglaubt, da war der Himmel, der Himmel, Himmel, der Himmel, Himmel war über mir. Heute ist die Lampe stumm, der liebe Gott ist Wechselstrom. Ist das tragisch? Ist halt so, ich bin gut drauf, knack die Nüsse mit dem Po, da ist ein Loch im Himmel, ein Loch im Himmel und das geht nicht mehr zu. Andere ziehen aufs Land, machen eigenen Kompott, woran du dein Herz hängst, das ist Gott.
Hänsel sagt zu Gretel, wir müssen jetzt nach rechts. Wir laufen durch den Wald mit GPS. Da ist ein Loch im Himmel, ein Loch im Himmel. Und das geht nicht mehr zu. So. Ja, jetzt, wie gesagt, das ist veraltet alles. Ne? Die ganze zweite Hälfte merke ich schon. Das ist, und zwar das Lied ist aus dem Jahre 2006. Ne? Da wurden noch analog, wurden noch Kontaktanzeigen, gab es da noch. Das gibt es ja kaum noch heute. Heute wird alles gewischt und so, Tinder wisch weg. Und so. Damals war es noch Kontaktanzeigen im Printmedium. Ne? Da gab es noch Zeitungen, wo man sowas lesen konnte. Und ich habe damals, das ist alles, was hier jetzt gleich kommt, ne? Ist alles nicht ausgedacht. Ich habe einfach wild gehäckselt, ausgeschnitten aus Zeitungen, angestrichen. Und zwar ganz oben, das war heute Elite-Partner, das war Süddeutsche Zeitung, ne? Und dann auch zweiter Hand, ganz unten, ne, so das alles durch die Bank. Wilde Kontaktanzeigen Melange, und das ist also das Lied, was draus geworden ist. Ne? Wenn sie modern sind und gut aussehen, dann sollten sie mir schreiben. Ich möchte mich ein letztes Mal verlieben. Ich brenne auf Antwort. 089-2216. Dreimal die 7. M52, nicht tr, nicht r. Sucht Frau mit fraulicher Figur. Suche zärtlich Kür und geborgen Höhe. Hier ist Brummel, suche Bienchen. Attraktiver Steinbock. Finanziell unabhängig. Wir könnten was Feines kochen, wobei während der Zubereitung schon sämtliche Sinne aktiviert werden. Ich will das Leben wieder spüren. Ich habe ein erstklassiges Umfeld. Willst du mit mir Venedig sehen? Ich bin eine bildhübsche Chinesin. Willst du mein Gefährte sein? Komm, wir tanzen die Nächte durch. Bist du auch so allein? Firma pleite, Kinder groß, Frau weg. Dippeling sucht Neuanfang. Ich suche dich mit vollem Haar. Ich bin in den besten Wechseljahren. Fünfsprachig, parkettsicher. Wir unterhalten uns angeregt über Gott und die Welt, diskutieren kontrovers, finden aber immer wieder einen gemeinsamen Nenner. Professor Dr. Dr. Philabil. Bärchen mollig sucht, Bärchen griffig. Du bist alles, was ich will. Habil, habil. Kein Vorspiel, kein Nachspiel, kein Kaffee. Einfach unkompliziert. Ich habe Parkinson zum Stillstand gebracht. Ja, wer glücklich ist, kann ja weiter blättern. Ich bin kein Mann für eine Nacht. Ich bin ein flotter Aktivsenior. Kann ich bei dir landen? Weihnachten in einer verschneiten Hütte. Eigener PKW ist vorhanden. So, das war's. Kontaktanzeigen. Und jetzt. Ja, der. Drei E-Gitarren, aber jetzt kommt ein Liebeslied. Das ist recht frisch. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Während du schläfst, sind die Gletscher weiter geschmolzen. Während du schläfst, macht der Wecker tick, tick, tack. Während du schläfst, hört der Nachbar zeitlosen Hardrock. Und ein Airbnb-Rollkoffer ratterte über den Hinterhof. Während du schläfst, flog eine Fruchtfliege durchs Fenster. Während du schläfst, hab ich den Windeleimer runtergebracht. Ich bin auf Lego getreten. Ich hab Staub gewischt und
die Avocados unter die Kichererbsen gemischt. Ja, der Alte, ja, der Alte ist ein alter Pitbull, der sich in uns verbissen hat. Ja, der Alte, ja, der Alte. Tick, 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 tick. Während du schliefst, hab ich dich betrogen mit der Kassiererin von Dents. Und nicht nur einmal, nicht nur einmal. Während du schliefst, hast du ganz laut geschnarcht und dich dann umgedreht zur Wand. Während du schliefst, wurde auf Borneo eine neue Affenart entdeckt. Ich dachte immer, Liebeslieder müssten auf Englisch sein, damit man nicht alles versteht. Aber das hier, das sing ich auf Deutsch und ich finde, es geht. Während du schläfst, hört der Nachbar zeitlosen Hip-Hop. Während du schläfst, hab ich zugesehen, wie du schläfst. Und dann bist du aufgewacht. Kaffee gemacht. So. So, ich komme jetzt zum letzten Lied. Jetzt muss es sein, es ist jetzt ein Schlaflied. Und zwar, meine Eltern haben sich, die leben sogar noch, die sind Mitte 80, uralt, ne? Aber nicht nur heute, auch damals, die haben sich immer schon Sorgen um mich gemacht, ne? Dauernd, immer Sorgen, 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 wir sorgen uns so, ne? Das war ihre Rolle scheinbar, ne? Immer Sorgen, ne? Immer haben sich Sorgen gemacht. Ja, jetzt habe ich selber einen Sohn, der ist 24 und ich habe ihm gesagt, weißt du was, ich mach mir doch keine eigenen Sorgen, ich reiche dir einfach die Sorgen meiner Eltern durch, kannst du haben, ne? Hier. Das sind gute Sorgen, kannst du haben, nimm sie. Ne? Dann habe ich aus den Sorgen meiner Eltern, habe ich mir jetzt ein Schlaflied geschrieben. Ne? Das singe ich mir jetzt jeden Abend vor, bevor er dann in die Clubs zieht. Das ist wahrscheinlich meine Rolle. Ne? Junge, reist du in die weite Welt, hab im Brustbeutel das Geld. Junge, lädt dich ein Kannibale ein, bleib beim Sie und geh früh heim. Junge, ob Bagdad oder Babel, vergiss nie dein Ladekabel. Bist du beim Dschihad zu Besuch, schreib ihm ein das Gästebuch. Junge, wir machen uns Sorgen um dich. Sorgen. Du in den Irak, sag immer freundlich guten Tag. Höflichkeit kommt immer an bei Muselfrau und Muselmann. Und sitzt du einmal im Knast, denk immer dran, du bist nur Gast. Sei bescheiden, halte Maß, dann fällst du niemandem zur Last. Junge, wir machen uns Sorgen. Sorgen, große Sorgen. Junge, wir denken so oft an dich täglich. Melde dich und fährst du in den Bahrain. Reib dich mit Sonnencreme ein,
ob Sunnit oder Schiit, nimm keine Tempermiet. Junge bei Flucht oder Asyl, bitte rauche nicht zu viel. Junge, stehst du vor einem Krokodil, fasse dich kurz, laber nicht so viel. Dasselbe gilt auch für den weißen Hai, grüße kurz und schwimm vorbei. Stehst du barfuß im Vulkan, unsere Nummer hast du ja, Junge. Wir machen uns Sorgen um dich, Sorgen, große Sorgen, Junge. Wir denken so oft an dich täglich, melde dich. Vielen Dank, das war's von meiner Seite. Vielen Dank. Vielen Dank. Guten Nacht. Ha. Tja, was machen wir denn jetzt noch? Ich hab's vergessen, es ist, tut mir leid. Die Akkorde sind weg. Das sind alles schöne. Geiles Ding, muss man sagen, ist geil. Oder hier zum Beispiel. Meine Freundin ist trocken wie Knäcke. Es gibt bessere an jeder Ecke. Warum halte ich es trotzdem mit dir aus? Ich heiße Klaus und sehe auch nicht besser aus. Geil, geil, in sich geil. Gut, gut, gut gelöst. Ja. Hier, das ist ja interessant auch. Ich habe mal einen Auftrag gehabt, einen Arbeitsauftrag an der Elfenbeinküste, Côte d'Ivoire in Afrika, fürs Goethe-Institut, also fürs Außenministerium. Ne? So war ich da tätig. Und ich sollte da ein Elfenbeinkonzert spielen. Und dann habe ich dann gesagt, ja gerne, aber ich würde die Leute auch gerne überraschen. Ne? Dann habe ich dann die Chefin vom Goethe-Institut so ganz plump gefragt, was habt ihr da nicht, ne? So da unten. Ne? Und dann hat die gesagt, ja, Jahreszeiten, ja, kann man machen, das baue ich ein. Der Mai ist gekommen und so weiter, Schneeflöckchen, bauen wir ein. Was noch nicht? Die sagt, Festnetz, ist übersprungen worden hier. Ja, und noch nicht? Und dann hat sie gesagt, Mittelaltermärkte. Und hat gesagt, würde mich wundern, wenn es das hier gäbe. Und er sagt, das ist interessant. Ne? Da kümmere ich mich mal, da hänge ich mich mal hinter. Ne? So. Ich war ja selbst noch auf keinem, ne? Da habe ich mal recherchiert. Ne? Da war ich auf einem Mittelaltermarkt, um mal zu schauen, wie es da so ist. Ne? Ich ging auf einen Mittelaltermarkt. Von weitem schon erklang eine Schalmei. Eingang ein Schild aus getriebenem Kupfer, Kinder unter einem Schwertmaß, Eintritt frei, Tandaradei. Ich lief an Buden vorbei, Ledergürtel in der Riemenschneiderei. Mein Herr, hier wird noch ziseliert. Ziselt was?
Gevatter für 4 Taler ein Stockbrot. Für den Stock 1 Taler Pfand. Tandaradan. Ein Gaukler mit extrem langen Schnabelschuhen lief vorbei. Jokus für Jung und Alt, Possen und Schnurrpfeiferei. Auf der Bühne jetzt Medieval Rock mit der Gruppe Schandmaul, mit E-Gitarren und Sackpfeifen. Ich ging zum Mietstand und kaufte ein Horn Miet. Miet ist Wein aus Honig, der sehr schnell dreht. Neben mir sprach ein blasser junger Mann. Der Norden zieht mich magisch an. Kelten und Germanen waren unsere Ahnen. Germanen und Kelten lebten in Zelten, sangen im Freien mit Zimbeln und Schalmeien, weil sie keine Keyboards hatten oder Schallplatten, und sie sangen. Ich saß auf einem Steine und dachte Bein mit Beine. Darauf satz ich den Ellenbogen, ich hatte in meine Hand gesmoggen, dat Kinne. Und Amy Wange. Ich stand vorm Dixi-Klo, vor mir ein Druid und ein Schmied. Thors Hammer flog vorbei, Tandaradei. Auf der Bühne jetzt Medieval. Auf der Bühne jetzt Madina, das Spiel, Vape, Pling, Pling, mit ihrer neuen CD, Pardon, ihrem neuen Silberling. Am Silberlingstand waren alle dabei, die Gruppen Schandmaul, Corvus Corax, in Extremo, Tanzwut, Heimat Erde, Dunkelschön, Augenweide, Nachtgeschrei, Rabenbrüder, Reinkarnatus, des Geiers schwarzer Haufen, Vogelfrei, Ragnarök, Ohrenpain, das Who is Who des Stockbrots. Ich fragte, führen Sie auch die Gruppe Feuerschwanz? Die macht jetzt keinen Medieval Rock mehr, die macht gerockt Renaissance. Nach 8 Hörnern Miet fühlte ich mich sehr mittelalterlich. Neben mir lag der blasse junge Mann, der Norden zog ihn magisch an. Kelten und Germanen waren unsere Ahnen. Germanen und Kelten lebten in Zelten, sangen im Freien mit Zimbel und Schalmeien. Sie hatten keine Ghetto-Blaster oder Stratocaster, und sie gingen auf Mittelaltermärkte. Ja, damals waren es Mittelaltermärkte. Warum, warum, zu welchem Beruf? Was weiß ich nicht? Um Handel zu treiben wahrscheinlich. Import, Export. Vielleicht einfach nur so, um sich zu treffen, zu Netzwerken, was weiß ich nicht. So viel Abwechslung gab es im Mittelalter nicht. Es gab kein Freizeitangebot, kein Roffel und kein Loll. Das Angebot bei Netflix war noch nicht so doll. Viele sind aus Verzweiflung gestorben, weil es nichts gab, außer dem Mittelaltermarkt. Das waren Märkte, Gott, wie der Name schon sagt, fürs Mittelalter. Natürlich auch für Kinder und für Greise, aber in erster Linie mal fürs Mittelalter. Also von 13 bis 39, denn mit 40 war man im Mittelalter kein Mittelalter mehr, sondern richtig Alter. Mittelalter war eine Zeit mit 80% Kindersterblichkeit. Die Erde war eine Scheibe und die Mützen waren aus Metall.
ging der Herr auf Reisen, wann die schlüppigste Frau aus Eisen, die wurde abgeschlossen, abgeschlossen. Vollnarkose war eine Frage des Hammers. Man sprach Latein, die Mehrheit ließ es sein. Normalität, der Analphabet mit Miet. Drehen mal tönt das Horn. Der Ruf der Nachtwächter schallt über den Plan. Launig jeder meiner Klee ermahnend, dass itzo die Zeit sei, den heimisch Strohsack aufzusuchen. Ich lallte, wenn ich einmal traurig bin, trinke ich noch ein Horn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch ein Horn. Wenn ich dann noch traurig bin, fange ich an von vorn. Und roffelte von dannen. Vielen Dank. Ja, das freut mich auch, ehrlich gesagt. Könnte ich vielleicht eine Flasche Rotwein bekommen? Coca-Cola Light, mach die Scheide breit, mach den Pimmel rund, Fickern ist gesund. Das sind die Kinderlieder, die ich damals gesungen habe in den 80er Jahren, zum Beispiel hier auch. Der Mann ist tot, die Witwe kichert, hoffentlich Allianz versichert. Das sind alles Lieder, die Schnee von gestern, vorgestern eigentlich, ne? Zweimal Blender Met am Tag, löst den Pimmel plus Belag. Pum, 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 pum. Nur in Kannibalien zählen die Genitalien als Naturalien. Könnte ich bitte einen Rotwein haben? Ist es möglich? Bis dahin sehe ich scheiße hier. So, also. Paul pimpert Paula. Plötzlich platzt der Präser. Ping! Darauf einen Düscherding. Wenn Opa in die Kissen beißt, nimmt Klosterfrau Melissengeist. Kannst du nur einmal wöchentlich und möchtest gerne täglich, dann geh doch mal zu Neckermann, denn Neckermann macht's möglich. Dankeschön. So, vielen Dank. Auf Abstand. Vielen Dank. Pablo Claro. Tempranillo. Schraube. Klar, ne? Ja. Prost. Gut, sehr gut. Oh, muss man eigentlich. Jetzt geht's. Gut. Oh, was machen wir jetzt noch? Was? Oha, das ist mir entfallen. Tut mir leid. Das ist uralt. Das ist ja. Was? I'm not your jukebox, baby. Oh, oh, oh. Ich habe hier noch, das ist auch interessant, ein kleines Schlaflied. Paris Hilton war beim Hautarzt. Der Urknall ist jetzt in der Schweiz. Grönland ist bald eisfrei. Ich weiß alles. Ich weiß nichts. Ich bin einer von euch. Seit Fukushima sind alle bio. Angelina Jolie ist bi. Die Kühe furzen uns ins Unglück. Ich weiß alles. Ich weiß nichts. Ich hab Spiegel-Online-Allergie. Alle wollen jetzt zum Nordpol.
packen ihre Flipflops ein. Nur Brad Pitt ist gerade in Dubai, er sieht gut aus und weiht einen Skilift ein. Die Welt ist klein, so klein und sie wird immer kleiner. Die Welt ist klein, so klein und sie wird immer kleiner. Fass mir manchmal in den Kopf, ist es denn auch meiner? Da steht mein alter Kassettenrekorder. Ich schalte ihn ein, ich schalte ihn ein. Sometimes I feel so overfordert und ich weiß, ich bin da nicht allein. Der FC Bayern war wieder mal die spielbestimmende Mannschaft. Von wegen mir ist an mir. Ich hol gleich meinen Brockhaus raus und dann googeln wir im Papier. Jetzt kommt die letzte Strophe. Wie ging denn die nochmal? Die Welt ist klein, so klein und sie wird immer kleiner. Die Welt ist klein, so klein und sie wird immer kleiner. Was mir manchmal in den Kopf ist, ist dennoch meiner. There stands my old Kassettenrekorder. And I do hula hula all the night. Sometimes I feel so overfordered. Und ich weiß, ich bin da nicht allein. Macht's gut. Wiedersehen. Dankeschön. Ah. Es fällt mir noch was ein. Ich habe früher, da hatten wir mit unseren Bands oder so, da hatten wir immer zum Abschluss einer Show, hatten wir immer als Höhepunkt, habe ich mir ein Kondom auf den Kopf aufgeblasen. Ne? Das war damals wirklich das Beste überhaupt. Und wenn ich mich immer frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen früher und heute? Ne? Damals, wir haben es einfach gemacht, wir fanden es geil, wir haben gerockt. Ne? Und heute würde man denken, Gott, ey, ist das langweilig, ist das assi, ist das, haben wir alles schon gesehen, das ist peinlich. Ne? Damals hat man es einfach gemacht, ne? Ohne zu fragen, nicht so diskutiert ewig. Ne? Kann natürlich auch nicht jeder, ne? Will halt auch nicht jeder, aber das ist eine andere Frage. Und es ist eine alte Handwerkskunst, muss man dazu sagen. Ne? Bei Stromausfall ist die Gelegenheit günstig, mit ihrem Föhn zu baden. Ich möchte euch noch ein paar Worte mit halbem Mikrofon auf den Weg geben hier. So. Was sollen wir tun?
tollwütige Füchse besonnen ansprechen und von einer Schutzimpfung überzeugen. Rittersport hat jetzt neue Sorten. Schokovögel. Es gibt jetzt Litschi-Amsel. Rabe-Rahm. Spatzkantsch. Taubenuss. Ganz bitter. Und was so schön hier ist, hier im Alcatraz möchte ich alles wird marode, alles geht zugrunde. Nur ein kleines Märchen erzählen, denn es ist ja Vorweihnachtszeit. Da ahmte der greise König die verwunschene, verschwundene Singdrossel im Haselstrauch nach. Und sprach, ich habe zwei Prinzessinnen, von denen die eine blond gelockt und beide dumm. Und Rotkäppchen ward eine große Sängerin. Und sie senkte und brandschatzte das Blut in den Schnee. Da ahmte der greise König die verwunschene, verschwundene Dommel im Hullerbusch nach. Sprach, ich bringe euch jetzt gar köstliche Östlichkeiten. Da Köln ad Parige, Piazzov Kilometrov. Von Köln nach Paris sind es 500 Kilometer. Astarozhna, Dveri Zagrivajetsa. Achtung, die Türen schließen selbsttätig. Ich kenne Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, Znajumir. Druzhba Omelett. Und jetzt auf Bulgarisch. Imam Gulyema Ptitsvev Tsvavev Gütte. Ich habe eine große Geflügelfarm in Eisenhüttenstadt. Björn Borg, Björn Borg. Björn Borg. Björn Borg, Björn Borg, Björn Borg. Björn Borg war ein Tennisspieler. Hat viel Tennis gespielt. Ach, war ich früher eigentlich besser? Das ist eine Frage, die ich mir immer mal stelle. Also. Dagmar Berghoff hat nur 8 Finger. 5 rechts, links, leider nur 3. Dagmar, Dagmar, das ist nicht viel. Aber schau, ich spiele mit der Faust an mir. Altes Lied, uralt, ne? Und stimmt. Weil Dagmar Berghoff, wissen wir, hat eine Spalthand. Die hat ja immer die Nachrichtenblätter über die Spalthand getan. Hat keiner gemerkt, Millionen Leute, 30 Jahre lang, ne? Da, 2 Finger weniger. Darf man das nicht mehr sagen? Jetzt kommt gleich die Polente hier. Das ist echt. Ich habe kein Material mehr, das ist die Wahrheit. Ne? Ich muss ja mal hier. Ich fahr durch meinen Wahlkreis mit dem Rad. Auch alte Zeit, muss man wirklich sagen. Ne? Uralte Zeit. Oldie. Ich bin übrigens Oldie-Sänger. Ich fahr durch meinen Wahlkreis mit dem Rad. Ich esse Bockwurst mit Kartoffelsalat. Ich bin Ihr Kandidat. Wählen Sie mich. Ich bin rasiert, meine Haut ist rein. Ein Vollbart flößt kein Vertrauen ein, hat mein Berater gesagt. Bin Ihr Kandidat, wählen Sie mich.
natürlich. Nach meinem Schlaganfall habe ich so einen Vergesslichkeitstest gemacht. Ne? Ich habe einiges vergessen, würde ich sagen. Ich habe einen Text vergessen, ich weiß es nicht mehr. Das sind alles so, was? Schnipsel, die im Kopf rumschwirren. Und ich wollte gedacht so, hyper, hyper. Blondes Haar, Gel im Haar und immer weiße Kleider an. Wer ist das? Das ist Richard Kleidermann. Ich fällt mir gerade eine Sache doch noch ein. Und zwar, ich war 1992 in Sevilla, ne? Und da war total warm. 40 Grad im Schatten, morgens schon, um 9, ne? Da war ich, das war die Expo 92, das war in Sevilla, ne? Und da lief ich über dieses Expo-Gelände und da war so ein großer Aufsteller, so ein Plakat, da stand drauf, Bernhard Minetti, Gebrüder Grimm, oder so, ne? Also unser Beitrag, wer Bernhard Minetti nicht mehr kennt, der war damals schon sehr alt, also das war unser Beitrag für Kultur und ich wollte da unbedingt hin und ich habe es geschafft, ich war da, ich war bei diesem Ereignis dabei. Die hatten einen 1000 Plätze aus dem Boden gestampft. Ne? Gebrüder Grimm. Ne? Grimms Märchen von Bernhard Minetti rezitiert. Und es war, wie soll ich das beschreiben, knisternde Stimmung. In Spanien, 1000 Plätze ausverkauft. Ein roter Samtvorhang war da. Ging der auf so. Und man sah eine riesige schwarze leere Bühne. Und in der Mitte stand ein roter Ohrensessel. Und darauf der 88-jährige Bernhard Minetti in Vollspannung. So. Gebrüder Grimm. So ging das los. Ich werde es nie vergessen. Ne, so. Und was heißt, er saß da? Er saß nur da. 5 Minuten, er saß da, Gebrüder Grimm. Die ganze Aura, vielleicht war es sowas, war Aura. Dieser Mann mit seiner Biografie, 88 Jahre, saß auf diesem Stuhl so. Saß da und der. Ah, so, was ist das? 5 Minuten, Gebrüder Grimm, so. So. Und nach 5 Minuten sagte eine Frau in der ersten Reihe, es war einmal. Ne? So. Und dann zuckte er so kurz, aber ihm fiel der Text trotzdem nicht ein. Und er dachte sich wahrscheinlich, ich bleibe einfach sitzen. Ne? Das war's, ich habe keine Erklärung dafür. Er sagte, ich halte es aus. Ne? Und dann, er blieb sitzen, nichts. Und dann, die Frau wusste auch nicht, was los war. Ne? Die Soufflöse dachte, ja gut, ich versuch's halt nochmal. Ne? Und dann suchte, es war einmal. Nee. So, Gebrüder Grimm, ne? So, und die Leute waren total irritiert. Auch, also es war eine irreale Stimmung da. Und das Ganze ging 1,5 Stunden, ne? So, dass sie wieder anfing, die Frauen, es war einmal. Und er so in seinem Pyjama, so saß er so da. So, und nach 1,5 Stunden fiel der Vorhang und ein rasender Applaus brandete auf für die deutsche Kultur im Ausland. Und ich hatte so einen Kilometerschädel. Also ich wusste gar nicht, was war das denn, ne? Ich habe gedacht, das will ich auch können, das will ich auch studieren. Wo kann man das studieren? Wie geht das? Ne? Ich will da auch hin. Ne? Und dann kam ich wieder nach draußen, es müllte alles runter und ich saß wieder vor dem Plakat da und dachte nur, ich mache noch viel zu viel. Ich wollte noch so viel machen. Der Tag schon aus. So viele wichtige Sachen. Heute nicht, ich bleib zu Haus. Hab 3 Bestseller geschrieben und 4 Staudämme gebaut. So viel Käse gerieben, so viele Ohren abgekaut. Meine Jets sind so rumgechattet, von hier über München nach Mailand. Und ich hab wieder nicht die Welt gerettet, dann macht's halt ein anderer. Es ist gut, es ist gut, es ist gleich vorbei. Kein Tamtam und kein Hi-O-Pi. Es ist gut, ich zähle Schafe, bis ich endlich schlafe. Und
kommt der Sandmann mit dem Sand und fährt mein Boot an die Wand. Und der Ätna ist erloschen, die Fritteusen auf Standby. Und im fernen Baikonur haben die Raketen heute frei. Und die Hölle macht jetzt heier, im Mund des Menschen heiß. Nur eine nimmermüde Hammerwerferin dreht sich noch im Kreis. Meine Jets sind nur so rumgejettet, von hier über München nach Mailand. Und ich hab wieder nicht die Welt gerettet, dann macht's halt ein anderer. Es ist gut, es ist gut, es ist gleich vorbei. Kein Tamtam und kein Hi-O-Pi. Es ist gut, ich zähle Schafe, bis ich endlich schlafe. Wann kommt der Sandmann mit dem Sand und fährt mein Boot an die Wand? Rüsselsheim. Am Anfang stand die Wiege, am Ende eine Bahre. Dazwischen nehme ich Brückenjahre. Gute Nacht. Ich bedanke mich bei den lokalen Helden da hinten in ihrer Abstandsbox. Die hießen heute, der Toni hieß Strohbach und Haschnig am Licht. Vielen Dank, Holger und der Gemeinde hier für ihre Ruine, die beleuchtet wurde. Vielen Dank, Rüsselsheim. Vielen Dank. Vielleicht sehen wir uns mal wieder ohne Abstand. Gute Nacht.